Die Leidenschaft der Miss Mary. 1939. Der Zweite Weltkrieg ist gerade ausgebrochen. Doch hier besteht nicht das geringste Interesse dafür. Paris ist gefallen. Doch hier gehen Luxus, Sport und Vergnügen wie gewohnt weiter. 1941. Die übrige Welt kann in Schutt und Asche gehen. Doch hier gibt es nur eine Konvention. Hauptsache, der Stil stimmt. Exzellent. Erlaubt ist, was Spaß macht. Im Mittelpunkt steht eine Familie. Eine Familie mit zu viel Geld, mit zu viel Macht, mit zu viel Anmut, Geschmack und Besitz. Nichts auf Erden kann dieses Paradies der Privilegierten stören. Die Leidenschaft der Miss Mary. Darf ich Terry zu dir sagen? Das ist dein Hundename. So würden wir dich in England nennen. Ich bin Isadora Duncan. Sie nannten sie Miss Mary. Meine Tochter ist äußerst schwierig. Sie will Schauspielerin werden. Ihre Mutter hat keinen Einfluss auf sie. Ihr Auftreten musste untadelig sein. Was um Gottes Willen tut ihr da? Ihr wisst doch, dass ihr euch nicht auf den Mund küssen dürft. Ihre Absichten waren rein. Ich bin nicht ihr lieber Junge. Oh doch, das bist du. Doch ihre Stellung gestattete es ihr nicht, das geringste Zeichen von Leidenschaft zu enthüllen. Auch wenn ihr glühender Körper zu bersten drohte. Besonders in den Nächten. Hör auf, bist du wahnsinnig! Haben Sie etwas mit meinem Bruder? Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die Wahrheit an den Tag kommen würde. Miss Mary! Wie konntest du nur so etwas tun? Miss Mary, ich liebe Sie. Bitte sprich niemals darüber. Niemals. Oh, Johnny. Niemals dürfen ihre Gefühle bekannt werden. Sehen Sie Weltstar Julie Christie in ihrem neuen schockierenden Film. Die Leidenschaft der Miss Mary.